Hallihallöchen und herzlich willkommen zu Let's Play Fahrenheit. Wieder mit Controller. Die Maus muss ich erstmal verstecken, damit ihr denkt, ich spiele gerade auf der Playstation. So, weiter geht's. Wir waren hier letztens in der einen Wohnung und mein Headset ist schon wieder viel zu laut. So, gut, schauen wir uns hier erst nochmal ein bisschen um. Da ist eine Gitarre. Wollen wir jetzt mal nicht spielen. Boxen wollen wir auch nicht, weil wir haben ja verletzte Gelenke, das könnte ein bisschen wehtun sogar. Wollte eigentlich nicht die Tiffany noch zu uns kommen? Ich weiß es nicht. Aber was soll's, gehen wir eine Runde pennen. Hier ist ein Buch noch. Schauen wir uns das mal schnell an. Also Zarathustra von Nietzsche. Das kenne ich fast auswendig. So, ja, ich das gelesen habe. Gut. Zack. Alles klar. Gehen wir erstmal hier eine Runde pennen. Sieht aber nicht noch pennen aus. Pennt er gerade? Ach, jetzt pennt er. Bestimmt wieder ein Albtraum. Wie ich den zu kennen. Nee. Der ist jetzt angespannt, aber nicht mehr lange. Ach je, die Tiffany ist glaube ich da. Da stehen wir mal auf und öffnen der mal die Tür. Zack. Hey Tiffany. Oh wie, ich komme noch gar nicht mit der Steuerung zurecht, ey. Was mache ich denn? So, erstmal die Tür öffnen. Hallo. Hi. Ich will nur meine Sachen holen. Ja, ja, ja. Ich hoffe, ich störe dich nicht. Nö. Nein, ich bin nur sehr müde. Komm rein. Komm rein, liebe Tiffany. Das ist okay, wenn die überhaupt nicht so hießen würde. Oh Gott, so. Setz dich. Setz dich, Tiffany. Und sie setzt sich hin. Klaas. Möchtest du einen Gin? Ich glaube, in der Küche müsste noch irgendwo eine Flasche rumliegen, falls du einen möchtest. Ja, warum nicht? So, dann geben wir dir erstmal was zu trinken. Schau ich mal, wo das Glas Gin ist. Vielleicht hier drin. Moment, muss ich mal schauen. Da war doch gerade was. Egal. Ah, hier war, konnte man gerade die Schränke öffnen. Hier. So, gut. Da war also kein Glas Gin drin. Öffnen wir mal diesen Schrank hier. Was hat denn der hier für Essen drin? Da hat der Entenfutter was. Au weh. Wo ist denn das Glas Gin? Vielleicht, ich guck nochmal hier rein. Haga! So, vielleicht da im Kühlschrank, man weiß ja nie. Ach, ich glaube, ich weiß, wo das Glas Gin ist. Ach, hallo? Oh Gott, jetzt mache ich mal schnell mit Tastatur hier. Das geht ja nicht. Egal. Ach, hier ist das Glas Gin. Schnell ein Gläschen hoch. Und das Zeug reingießen. Haka! So, wir geben der erstmal das Glas. Oh weh, wenn der das Glas so hält, ey. So, wo ist die jetzt? Ach, da ist die. Hier, bitteschön. Danke. Das Glas ist ja leer. Neuigkeit. Und? Alles klar? Ich habe im Krankenhaus total viel zu tun. Und mit der Wohnung bin ich auch noch nicht fertig, aber kann nicht klagen. Ich hole am besten deine Sachen. Sind bloß zwei Kisten. Ich weiß nicht, wo du sie wohl hingeräumt hast, aber sie sind leicht zu erkennen. Meine Initialien stehen drauf. Alles klar, dann suchen wir erstmal nach den beiden Kisten. Also in der Küche sind die bestimmt nicht, weil da kann ich nichts sehen. Vielleicht sind die ja da vorne, in der Nähe unseres HD-Fernsehers. Also hier ist ein Fenster. Machen wir mal zu, ist ganz schön kühl hier. Damit niemand einbricht und so, ne? So, schau ich mal hier schnell. Eine Runde. Vielleicht hier. Wo habe ich die denn hingeräumt? Oh weh.
Ach, wahrscheinlich hier drin. Hier drin ist, stehen auch ein paar Kisten. Das Fenster ist ja schon wieder auf. Das regt mich auf. Das regt mich auf. Ich werde aggressiv. So, was haben wir denn hier? Hier ist auch nichts. Es sind zwei Kisten, hat er gesagt. Ja. War hier gerade was? Ach, hier ist ja eine Kiste. Nehmen wir gleich mit. Und die zweite ist... Keine Ahnung, wo die zweite ist. Aber wahrscheinlich ist nur eine. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wo die zweite ist. Aber wir bringen dir erstmal eine Kiste. Vielleicht erscheint die zweite noch irgendwo. Die kann auch da hinten in der Ecke stehen. Man weiß ja nie. Bring ich dir erstmal die erste Kiste. Bitteschön. Das ist die erste Kiste, meine liebe Tiffany. Und gehe ich mir hier nochmal in die Ecke. Da, ich sehe die ja schon. Hier ist die zweite Kiste. So. Hoffentlich kommt nicht wieder das mit dem komischen Farbenteilen da, wo ich immer schnell reagieren muss. Wie ich da sind sie. Das müsste alles sein. So. Au weh. Was macht die mit dem Glas? Gut. Alles in Ordnung, Lukas? Du bist so nervös. Ja, ich stecke zurzeit in großen Schwierigkeiten. Ich kann nicht mehr sagen, aber es ist sehr ernst. Kann ich irgendwas für dich tun, Lukas? Wenn dem nur so wäre, aber nein. Danke für dein Angebot. Sentimental. Du fehlst mir, wirklich. Du mir auch. Küssen? Komm, wir küssen die mal. Kann ja nicht schaden. Oh weh, was ist das? Ich brauche mehr Zeit, Lukas. Ich muss das mit mir selbst ausmachen. Tut mir leid, ich hätte nicht. Ich gehe wieder. Nein, nein. Danke dir für alles. So. Bleib ruhig. Okay, dann eben nicht. Au weh. Sagen, es hätte mich nicht gereizt, wäre gelogen. Aber vielleicht war es besser so. Schließlich hatte ich keine Ahnung, was mir in den nächsten... Ich mache erst den Verstärker an. Ich mache erstmal den Verstärker an und dann spiele ich hier ein bisschen Gitarre. Vielleicht heitert mich das ja. Aber ich möchte hier mal schnell was probieren. Hoffentlich hat es da jetzt nicht gespeichert. Nicht zu Venus zurückkehren. Moment, ich komme mal gleich wieder. Ich muss nur noch schnell was erledigen, nur mal schnell was probieren. Bis gleich. So Leute, und jetzt zeige ich euch, was passiert, wenn wir das nicht versauen, wie ich gerade eben. Wenn es ja, seht das jetzt in einer kleinen Sprechblase, nein, nicht Sprechblase, sondern in einer kleinen Szene. Die zeige ich euch nochmal, wenn wir das nicht verhauen würden. Weil das habe ich in der Komplettlösung gelesen, dass da was Lustiges passiert. Aber das könnt ihr ja dann sehen, was da passiert. Falls ich das jetzt nicht wieder verhaue mit der. Wir wissen ja jetzt, wo die ganzen Kisten sind. Trotzdem bin ich noch scheiße mit der Steuerung dran. Ach, jetzt geht's ja. Gut, dann machen wir hier erstmal diese Tür auf. Gut, das ist die Tiffany. Ja, ja. Gut, wir lassen die mal nicht lange warten und öffnen diese Tür. Hallo. Ich will nur meine Sachen holen. Ich hoffe, ich störe dich nicht. Nein, du störst mich nicht. Nein, ich bin nur sehr müde. Komm rein. Yeah, komm rein. Babe. Gut. Ich will nicht viel kommentieren, sondern ich zeige euch mal schnell die Szene. Setz dich. Wir wissen ja jetzt, wo alles ist. Also müsste es eigentlich ganz schnell gehen. So, Neuigkeiten. Und? Alles klar? Ich habe im Krankenhaus total viel zu tun. Und mit der Wohnung bin ich auch noch nicht fertig, aber... kann ich. Möchtest du einen Gin? Ich glaube, in der Küche müsste noch irgendwo eine Flasche rumliegen, falls du einen möchtest. Ja, warum nicht? Ja, alles klar. Und dann besorgen wir der schnell den Gin. Wir müssen ja jetzt hier nichts mehr erkunden, sondern wissen, wo alles ist.
Zack. Hier ist das Glas Gin. Gut, und dann hier noch ein bisschen das. Zack. So, dann. Danke. So. Mal hoffen, das ist jetzt besser. Ich hole am besten deine Sachen. Ja, dann holen wir schnell ihre Sachen. Ich habe zwei Kisten. Ich weiß nicht, wo du sie wohl hingeräumt hast, aber sie sind leicht zu erkennen. Meine Initialen stehen drauf. So, ihre Initialen stehen drauf. Das ist die erste Kiste und das ist jetzt komisch, dass ihr das zweimal seht, aber das will ich unbedingt zeigen. Das ist auch das letzte Mal, es sei denn, es kommt noch so eine Szene. Ich verhaute schon nicht, dann lösche ich das Video. Das war der liebe Premium Toaster neben mir. Der hat mich gefragt, was es ist, wenn ich das Video verhau. Aber ich bin ja nicht so ein Typ, der die ganze Zeit fehlt. Aua. So, Tiffany. Tiffany. Hallo, Tiffany. Wohin geht's denn jetzt? Hier lang geht's. Die Steuerung ist immer... Au! Er hat mich gerade geschlagen, der böse Premium Toaster. Hör doch mal auf, Junge. Ich versuche hier gerade ein Video zu drehen. So, und dann... Und dann reden wir mit der. Das müsste alles sein. So, die legt das Glas jetzt hin. Alles in Ordnung, Lukas? Du bist so nervös. Ich stecke zurzeit in großen Schwierigkeiten. Ich kann nicht mehr sagen, aber es ist sehr ernst. Okay. Kann ich irgendwas für dich tun, Lukas? Nö. Wenn dem nur so wäre, aber nein. Danke für dein Angebot. Sentimental. Fehlst mir, wirklich. Du mir auch. So, allein? Hast du einen neuen Freund? Schatz. Tut mir leid, für die blöde Frage. Nein, das macht doch nichts. Nein, habe ich nicht. Und du? Nein, ich auch nicht. Wir haben doch keinen Freund. Hahaha. Spielst du noch? Weißt du, das ist gar nicht mal in den Sinn gekommen. Spiel doch ein paar Takte für mich. Bitte, in Erinnerung an alte Tage. Okay, wir spielen jetzt ein paar Takte für die alte Sau hier. So. Dann spielen wir mal schnell die paar Takte. Zack. Oh weh, jetzt kommt das wieder mit der komischen Steuerung, ich weiß das. Auf die Plätze. Auf wie? Shit! Oh, ich